Blumenkohl ist für mich so viel mehr als eine langweilige Beilage, denn er findet bei mir in einer Vielzahl von verschiedenen Rezepten Verwendung. Er kommt außerdem mit anständig Vitaminen und Nährstoffen im Gepäck daher. Seine Saison ist von Juni bis Oktober und er ist mein Veggie des Monats August. Gemeinsam mit der BKK ProVita Blog fürs Leben stellen wir euch dieses oberleckere Gemüse vor. Der Blumenkohl wird unter anderem auch als Käsekohl, Blütenkohl, Traubenkohl oder italienischer Kohl bezeichnet. Er ist eine Zuchtsorte des Gemüsekohls und auch ein Kreuzblütengewächs. In der Regel bei uns in Deutschland ist der Blumenkohl weiß, ist allerdings auch gelb-grün oder violett erhältlich, je nach Sonneneinstrahlung. Bei uns in unserer Region wächst der Blumenkohl abgedeckt unter schwarzer Folie oder unter Kohlblättern, von daher ist er bei uns weiß. Der Blumenkohl hat von Juni bis Oktober Saison. Er wird ab April in sonnigen Lagen abgedeckt bereits im Freiland angebaut. Geerntet wird der Blumenkohl mit Blättern und das ist nämlich auch unser Glück, denn die Blätter, die können, wie der Kohl an sich auch, roh verzehrt werden und haben eigentlich noch mehr Aroma als die Blumenkohlrosen an sich überhaupt. Außerdem stecken sie genauso wie der Kohl auch voller Vitamine und Nährstoffe. Wenn ihr Bock darauf habt, die Blätter mitzuessen, solltet ihr das auf jeden Fall noch am gleichen Tag tun, wenn ihr den Kohl gekauft habt, denn die Blätter neigen sehr schnell dazu, welk zu werden. Wenn ihr den Blumenkohl im Kühlschrank lagern wollt, dann den Kohl ganz einfach von den Blättern entfernen, Strunk abschneiden, in ein Papiertuch einschlagen, dann hält er sich im Kühlschrank auf jeden Fall für 5 bis 7 Tage frisch. Man kann den Blumenkohl allerdings auch einfrieren. Dafür solltet ihr die Blumenkohlröschen im Vorfeld kurz blanchieren, kurz im Eiswasser abpacken, ab in einen Gefrierbeutel und in den Gefrierschrank. Beim Kauf vom Blumenkohl solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass er richtig schön knackig frisch aussieht. Das heißt, weder an den Blättern noch am Kohl sollten irgendwelche Flecken sein. Außerdem schützt das Blattgrün den Kohl beim Transport vor dem Austrocknen. Durch die feine Zellstruktur vom Blumenkohl ist dieser auch schon für Babykost oder als Schonkost geeignet. Mit gerade mal 22 Kalorien auf 100 Gramm ist der Blumenkohl extrem kalorienarm. Er enthält zum Beispiel Vitamine B und C sowie viele Mineralstoffe. Vitamin C ist gut für das Bindegewebe. Bereits 150 Gramm Blumenkohl decken 58% des Tagesbedarfs. Kalium, wichtigster Mineralstoff innerhalb unserer Zellen, reguliert den Wasserhaushalt, hält unseren Säure-Basenhaushalt in Balance und wirkt blutdrucksenkend. Das Kalium unterstützt unsere Herzgesundheit. Außerdem ist es für den Abbau von Kohlenhydraten zuständig und spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Eiweißen im Körper. Das enthaltene Sulforaphan, dies ist ein sekundärer Pflanzenstoff, beugt nachweislich Krebs vor und macht die Chemotherapie unter anderem auch wirksamer. Das Coolste für mich ist natürlich, dass der Blumenkohl richtig oberlecker ist. Dadurch, dass er sowohl im rohen als auch im gegarten Zustand verzehrt werden kann, findet er in einer riesigen Rezeptpalette Anwendung. Er kann gebraten werden, er kann einfach als Beilage gekocht mit einer kleinen Soße gereicht werden, aber auch herzhaft gebacken oder püriert in einer Suppe. Wirklich Rezepte ohne Ende. Gemeinsam mit der BKK ProVita Blog fürs Leben zeige ich euch mein kühles Süppchen mit knackigem Salat vom Blumenkohl.